Jetzt ist sie also endlich da. Wir stehen vor der neuen 777 in der neuen Livery von der Lufthansa Cargo. Und ich freue mich, an diesem besonderen Tag mit einem besonderen Mann auch sprechen zu können, nämlich mit unserem Vorstand Operations, Harald Gloy. Schönen guten Tag erstmal. Hallo. Schönen guten Morgen. Grüße Sie. Herr Gloy, welchen Vorteil bringt diese neue Maschine aus Sicht der Operations mit? Die Maschine, wie auch die anderen 777, bringen für uns jede Menge Vorteile mit sich. Denn sie sind neu, sie sind modern, sie sind auf einem deutlich neueren Stand der Technik als die MD-11, unserem bisherigen Arbeitspferd. Das heißt, sie ist wartungsärmer, sie fliegt dann auch zuverlässiger, sie verbraucht weniger Treibstoff, sie bringt Vorteile in allen Bereichen mit sich. Jetzt haben Sie schon eine Menge Vorteile genannt der neuen Maschine, aber warum hat man sich genau für dieses Modell entschieden? Also der 777 Frachter ist das ideale Flugzeug für uns aktuell, für das Streckennetz, was wir fliegen, für die Anforderungen. Es ist ökonomisch das Vorteilhafteste, was es am Markt gibt. Es ist schlicht ideal für unsere Bedürfnisse. Heißt das jetzt, dass wir uns auf noch mehr 777 vielleicht in der mittelfristigen und langfristigen Zukunft einstellen können? Ist das die Zukunft? Also erstmal freuen wir uns darauf, dass wir im März die nächste begrüßen können und da sind wir auch schon ganz gespannt und neugierig drauf. Und dann, ja, wir wollen den gesamten Rollover auf die 777 machen. Das ist der Plan, das haben wir als Lufthansa Cargo, auch der gesamte Lufthansa-Konzern möchte diesen Rollover und wir wollen ihn bis 2025 fertig haben. Harald Gloy, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.